Joe Ennox, der Trainer der Siegermannschaft, steht jetzt bei mir nach dem 1:0-Sieg im Westsachsen-Derby. Bann gebrochen oder einfach endlich auch auswärts verdient für die Leistung heute? Definitiv, es war eine sehr, sehr, sehr ordentliche Leistung. Wir haben halt auch im ersten Auswärtsspiel in Meppen auch eine gute Leistung gezeigt. Leider halt das Spiel auch hoch verloren. Deswegen wollten wir eine stabile, gute Leistung bringen. Wenn wir eine stabile, gute Leistung bringen, dann können wir halt auch auswärts gewinnen. Und man musste mutig sein von Anfang an, Druck machen. Hat heute auch die Mannschaft gewonnen, die es noch ein bisschen mehr wollte auf dem Platz? Ja, das habe ich halt schon vorher gesagt. Das ist halt schon sehr... So, und Joe Ennox sieht, ein Auer-Fan hat es geschafft durch die Absperrung. Der ist auf dem Weg zu Joan Gomez. Und da will der Ennox seinen Spieler natürlich mit verteidigen. Gomez gerade im Interview bei den Kollegen, aber die Sicherheitskräfte sind da, drücken den Auer-Fan runter und der wird abgeführt. Das haben sie diesem Gomez nicht vergessen, dass er da so provokant nach dem 1:0 zu den Fans geschaut hat. Aber trotzdem, eine dumme Aktion, die muss ordentlich bestraft werden, da wird er abgeführt. Ich habe ein Interview geführt und ich habe gesehen, dass ein Zuschauer über die Bande gesprungen ist und dann zwei Ordner hinterher gelaufen sind, aber war nicht halt schnell genug und der Spieler ist, beziehungsweise Johann hat bei Magenta Sport ein Interview gegeben, habe es gesehen. Deswegen bin ich halt schnell hingegangen. Vorteil halt nicht, dass unsere Spieler halt angegriffen wird. Gott sei Dank waren die Ordner halt auch sehr schnell da und haben es halt einfach verändert. Ich glaube, dass alles in Ordnung ist. Aber es hätte natürlich böse enden können. Natürlich ist da Frust und ich kann auch verstehen, dass man halt, nachdem man ein Derby verloren hat, dass man halt, ja, dass man gefrustet ist, aber halt Gewalt und dass einem hat überhaupt keinen Platz hier auf dem Fußballplatz.